Also ein bisschen ein Schock, aber ein vorbereiteter Schock. Sie sagten es ja schon, er war lange krank. Letztes Jahr war er 3 Monate im Krankenhaus, dann kam er nach Hause und dort war eine Intensivstation für ihn eingerichtet. Man hat irgendwie damit gerechnet, aber man wollte es eigentlich natürlich nicht wahrhaben, weil er eben diese politische Ikone ist, den man nicht gehen lassen möchte. Dieses Symbol für die Demokratie in Südafrika und die Versöhnung zwischen den Rassen nach der Apartheid. Die Leute haben aber weniger Tränen in den Augen, als dass sie möglicherweise, so kommt es mir zumindest vor, jetzt sein Leben und seine Lebensleistung feiern wollen und ihr gedenken wollen. Der ist friedvoll eingeschlafen im Kreis seiner Familie. Das ist, glaube ich, genau die Form, die die Südafrikaner und alle Menschen auf der Welt ihm gewünscht haben, nachdem er so lange krank war, dass er in Ruhe einschlafen kann und mit seiner Familie vereint ist. Denn Mandela war ein ausgesprochener Familienmensch. Man darf nicht vergessen, er war 27 Jahre in Robben Island, wo er praktisch keinen Kontakt zu seiner Familie gehabt hat. Das war möglicherweise fast das Schlimmste für ihn, dass er diesen Kontakt nicht hatte. Mandela war die letzten 10 Jahre nicht mehr an der aktiven Politik beteiligt. Er hat sich total zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Er ist ab und zu noch aufgetaucht, aber er hat einfach keine Kraft mehr gehabt, einzugreifen. Er wollte es auch seinen Nachfolgern überlassen. Ich glaube, was in Südafrika jetzt passiert ist, dass Mandela an seiner Strahlkraft nicht verloren hat. Was aber passieren kann, ist, dass die verschiedenen Gruppen versuchen, ihn zu vereinnahmen. Und das ist besonders tragisch im Moment, weil es noch unheimlich viel zu tun gibt. Die Rassentrennung ist zwar gesetzlich natürlich abgeschafft, aber wir leben noch lange nicht in Südafrika in einer Regenbogennation, die Vision von Mandela, sondern die Vororte sind nach wie vor getrennt, hauptsächlich nach Hautfarbe. Was es gibt in Südafrika, ist eine neue schwarze Mittelschicht. Es tut sich langsam was, aber es muss sich noch ganz viel tun, damit die Vision von Nelson Mandela erfüllt wird.